ist jetzt also, hier ist sie drin, die Pilot Pano. Eigentlich sehr schöner Umkarton für alle Fans von Umkartons. Sehr auf der Höhe der Zeit und natürlich auch optimal angepasst auf die Größe der Kamera. So, und jetzt kommen wir zu meiner größten Herausforderung. Das ist nämlich hier die Laster abmachen. Achso, Freunde, friedlich war gestern. Okay, das ist das Schöne an Live. Ja, tolle Folie, ich habe eigentlich noch nicht mal. Dann hier das. Macht's auch jetzt. Da frage ich mich übrigens immer, wer diese Kartons zukriegt. Weil ich sie eigentlich so gut wie nicht aufkriege. Ist das peinlich? Ja? Das ist peinlich. Aber das erste Mal die Größe. Entschuldigung. So, und hier haben wir nochmal alle Specs draufstehen. 5,7K HD Resolution, 4K HD Livestreaming und so weiter und so fort. Und dann holen wir sie doch mal raus. Und bevor wir die Kamera auspacken, schauen wir mal, was hier alles drin ist. Ein User Guide und diesmal sogar schon direkt in Deutsch und ich weiß sogar, wer es übersetzt hat. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben jetzt hier die Garantiekarten gedöns und weg damit. Haben wir hier eine Distanzstange, die ist eigentlich immer sehr praktisch, wenn man noch Dinge in der Handschlaufe, das Kabel USB-C auf USB-C zum Anschließen ist toll. So, mein drittes Lepano Kameratuch ist auch mal gut, habe ich für die Ära für die One. Und jetzt hier schauen wir es, packen wir sie aus. Lass mal schauen, dass ich in der Kamera bin. Ratatatata. Das ist sie denn nun, die Pilot Pano. Und das Aluminiumgehäuse hier, das fühlt sich direkt schon sehr, 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 sehr wertig an. Toll auch das 3,1 Zoll Display, was Lepano ja bei allen ihren 360 Grad Kameras schon immer hatte, also bei der Era, bei der One, jetzt auch hier bei der Pilot Pano. Und da kommt die USB-Karte rein, da haben wir denn die Batterie. Schon ein tolles Teil. Zack. Schauen wir mal, ob Mr. Neugier das auch noch mal richtig drauf kriegt. Ja. Zack, ihr merkt, zum Unboxing ist nicht so meins. USB-C-Anschluss. Hier ist der Anschluss für das separate Mikrofon 3,5 Zoll. Wenn ihr mit den eingebauten nicht arbeiten wollt. Einfach fantastisch, klasse. Ich freue mich jetzt schon drauf, sie beim nächsten Video zu starten und dann mal mit euch alle tollen Funktionen, die diese Kamera hat, denn durchzugehen. Und wie schon gesagt, hier denn die Distanzstange dazu. Und ich schaue mal hier, zeige ich euch mal noch, hatten wir vorher nicht.
Ich habe mir natürlich jetzt noch mitschicken lassen den Selfie-Stick. Weg. Den Selfie-Stick von Le Pennon, wenn man einfach unterwegs sein will. Schön, toll, klasse. Macht Spaß. Freut euch auf die Videos, wenn es darum geht, was kann die denn alles? Und wir machen das Stück für Stück.